Nein, 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 der will mich töten. Ich muss echt sagen, das macht einfach süchtig. Der heißt einfach deine Mama. Den messern wir weg. Hab ich. Pass auf, wo du hinschießt, okay? Viele Dinge reagieren schlecht auf Kugeln, einschließlich mir. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe in der letzten Zeit einen Free-to-Play-Titel namens Warface gezockt und dieses Spiel hat einen Battle-Royale-Modus und da sind nämlich ein paar gute Runden rausgekommen und die würde ich euch ganz gerne zeigen. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video, let's go! Let's go! Ach, hier kann man nicht hoch. Scheiße. Nein, 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 der will mich töten. Bleib weg. Penner. Der wollte mich messern, Alter. Was ist mit dem los? Voller Akro-Boy. Da vorne ist einer gelaufen. Die haben bestimmt alle schon Sturmgewehre. Ich habe hier eine verkackte Pistole. Na, Desert Eagle. Mit 8 Schuss. Ach, das ist eine Schrotflinte. Ja, wie geil ist das denn? Was hat er da vorne? Ah, Mann. So, liebe Leute, jetzt Fullgas. Völlig konzentriert. Jetzt holen wir das Ding nach Hause. Nur aufpassen, wo der Typ ist. Digga, wirst du da bitte mal durchlaufen? Danke. Ich weiß, dass in diesen Schuppen... Nein, 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 nein. Der hat die Knarre. Der hat die Knarre. Das ist nicht fair. Ich hab nix. Ich hab nix. Ich muss weg hier. Wow, wenn eine Runde schon so startet, das kann ja nicht gut werden. Wow, 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 ich brauche eine Knarre. Oh ja, das ist gut. Lieferung erhalten. Da läuft einer. Ich will es jetzt ungern challengen. Ich würde das Ding jetzt echt gern nach Hause holen hier. Ich guck mal, was liegt hier noch. Handfeuerwaffe. Ja, aber habe ich nicht. Könnte ich nehmen. Wirst du wohl die Waffe aufheben? Danke. Könnte wichtig sein. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Ich habe keinen Plan, was hier jetzt geht. Waffen schon leer. Hier ist safe einer gewesen. Safe, safe, safe. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ah, guck mal, da sind die Raben weggeflogen. Das bedeutet, da hinten könnte gerade einer langgelaufen sein. Ja, da läuft er schon. Ich weiß noch nicht, wo der hinrennen will. Ich laufe mal weiter in die Richtung. Oh, auf der Seite war ich noch gar nicht. Nicht so geil. Ah ja. Da kommt man nicht hoch. Erhalten. Ich will jetzt eigentlich nur nicht dumm sterben. Das wäre... Hier, DayZ-Spieler, Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall erstmal raus hier. Da liegt eine S-Wall. Es ist halt wirklich so. Hier pushen wirst du, glaube ich, nicht so hart belohnt. Wo kamen die Raben jetzt her? Nur noch 5 Kämpfer. Hey, ist ein Battle Royale. Wenn ich den... Lieferung
Wenn ich den letzten töte und gewinne, habe ich auch gewonnen. Nur noch drei Kämpfer. Drei Gegner noch. Wer weiß, wo die sind. Ich gegen noch einen. Dein Wahrer. Ich habe ihn gesehen. Kommt da raus. Da ist er in der Zone. Macht einen Zonen-Move. Da ist er. Er muss moven. Hab ihn. Easy, liebe Leute. Easy. Das meine ich mit, man wird einfach belohnt, wenn man... Ja, okay. Man könnte jetzt sagen, ich habe sehr passiv gespielt, aber win is win, liebe Leute. Was soll ich machen? Jetzt zeige ich mit dem Finger auf die... Ich dachte immer, das wäre begrenzt auf 15 Spiele oder so. Muss mal kurz drauf achten. Ich habe da, glaube ich, nie drauf geachtet. Der heißt einfach deine Mama. Überleben. Tatsächlich, 28 Spieler. Oh, krank. Okay, krass. Das heißt, die sind jetzt noch closer an mir dran, oder wie? Ja, da hinten rennt schon einer. Nice, perfekt. Let's go. Den messern wir weg. Ich hab ihn. Ich hab ihn tot gemessert. What the fuck? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, nice. So kann es weitergehen. Ah, guck mal, da wäre auch eine Waffe gelegen. Für das Steps. Wo sind die Bäume? Onkel Sams Geschenk ist da. Ah, die Map sieht schon geil aus. Also, ich muss sagen, die Tscherno-Map haben sie wirklich, wirklich schön gemacht. Also, die spiele ich auch viel lieber als diese komische Wüsten-Map. Braucht kein Mensch. Oh, das wäre geil. Aber schon außerhalb, glaube ich. Jetzt nochmal so wie gerade eben eine AK gleich am Anfang. Das wäre gar nicht verkehrt. Was liegt hier? Gar nichts. Oh doch. Fettes MG, aber da hat... What the fuck? Von wo kam der Schuss gerade? Man muss natürlich auch aufpassen, hier gibt es natürlich auch Sniper-Rifles. Aber wo kam der Sniper-Schuss her? Kam der von links nach rechts oder von rechts nach links? Brauche ich nicht. Da weiß er. Lieferung abgeworfen. Unbekannte Koordinaten. Hat er mich gesehen? Safe hat er mich gesehen. Da hinten ist er gerade reingelaufen. War das der? Der Blindfisch. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Wir machen einfach mal selbe Taktik. Nur das war nicht gleich, mein Lieber. Ich weiß nicht, ist der reingelaufen oder? Kann man von draußen reinspringen? Lieferung erhalten. Das weiß ich halt nicht. Scheiße, ich muss raus. Jetzt bin ich am Arsch. Habe ich. Nur noch 10 Kämpfer. Boah, ich stehe so offen. Da hinten ist einer gelaufen. Ich weiß nicht, sieht er mich? Ja, der hat mich gesehen.
Wieso treffe ich den nicht? Von links. Okay, ich wurde weggesniped. Oh Mann, ich war viel zu fokussiert auf den da. Lieferung erhalten. Nein! Okay, Stier. Nächste Runde. Let's go. Ich muss echt sagen, das macht einfach süchtig. Dieses Feeling an diesem ganzen Game, das macht einfach so süchtig. Du fühlst dich so bedroht aus jeder Ecke. Du wirst absolut paranoid bei dem Game. Aber es macht Spaß. Let's go. Jetzt frage ich mich, wie viele Spieler können da wirklich mit? Jetzt sind es 25. Die letzten Male, wo ich gespielt habe, waren es halt immer 15. Da dachte ich, okay, so ein kleines Mini-Royal. Aber wenn da wirklich mehr mitspielen können, dann ist es natürlich sehr, sehr deluxe, muss ich mal sagen, ne? Weil auf der kleinen Map und dann mit mehreren Spielern kann auf jeden Fall extrem interessant sein. Du hast halt gleich Action, ne? Oh! Hallo, Bro. Tut mir leid, Bro. Die Zone verschiebt sich. Hast halt sofort Action, ne? Und das ist eigentlich schon ganz cool. Und trotzdem hast du so dieses Gefühl hier, dieses Verlassene und so. Es ist jetzt nicht überwältigend eingerichtet, aber es sieht schon ganz gut aus eigentlich, ne? Lieferung erhalten. Muss ich schon sagen. Also, da haben sie schon Mühe gegeben. Oh ja, kann ich gebrauchen. 7 Kugeln? What the fuck? Nein. Safe gleich tot. Ich glaube, da ist einer gerannt gerade. Was ist das für ein Sound? Nein, das ist eine Schrotflinte. Das hätte ich nicht nehmen sollen. Bin so gut wie tot. Scheiße. Brauche unbedingt ein Sturmgewehr oder sowas. Ah ja, damit können wir ein bisschen arbeiten. Scar. Onkel Sams Geschenk ist da. Nee, komm, ich behalte die MP. Allein schon wegen 30 Schuss. Ich glaube, ich move gerade ein bisschen zu schnell, ne? Da hinten ist die Zone. Ja, haben die halt die ganze Zeit die Zeit, irgendwie hinter mir noch rumzueiern. Und dann mich wegzusnipen, wie der gerade eben. Schüsse vor mir. Ja klar, ich soll's ruhiger angehen. Ah, rennen halt direkt zu den Kugeln. Oder? Alter, ich werd paranoid. Da ist er doch. Den haben wir. Der ist doch hier rumgerannt. Sag ich doch. Auf was hat der gerade gezielt? Vielleicht nicht so geil, wenn ich da jetzt einfach so reinrenne. Wo komme ich hier raus? Gar nicht, nice. Onkel Sams Geschenk ist da. Was hat der da gezielt jetzt gerade eben, bitte? Komm, ich move. Nein, ich habe ihn zu spät gesehen. Oh Mann, aber ich war der Meinung, ich hätte was gehört. Schade. Okay, also ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach, hier jetzt wirklich jedes Battle Royale oder jedes Game zu gewinnen. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt von dem Game. Ich hoffe, da kommt noch viel mehr Content. Ich bin der Meinung, wenn sie die Wüstenmap rausmachen würden und nur diese Chernobyl-Map oder, ja, sag ich mal, so ähnliche Maps, also einfach mal so Tissi oder so, nice. Das wäre auf jeden Fall mega, würde mir auf jeden Fall mega gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Feedback da, wie ihr das gefunden habt, das Video an und für sich oder das Game. Zockt ihr selber, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mega interessieren. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.